Die Bosse des FC Bayern verfassen eine Stellungnahme zur Aussortierung von Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller. Die Entscheidung sei fragwürdig. Oliver Kahn spricht über seine Bayern-Zukunft und alle Absichten, die er hegt. Martin Kind gibt Hannover 96 auf und erklärt seine Wiederaufstiegspläne. Paris Saint-Germain empfängt Manchester United und will ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert, das hat Kahn mit Bayern vor. Oliver Kahn hat in der Sportbild ausführlich über seine Zukunft beim FC Bayern gesprochen. Bayern-Präsident Uli Hoeneß plant, Oliver Kahn bereits 2020 als Vorstand nach München zu holen. Ein Jahr lang soll er sich einarbeiten, ehe er dann Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ablöst. Zum Bericht: Solari denkt nicht an Rücktritt. Santiago Solari hat einen Rücktritt als Trainer von Real Madrid nach dem Achtelfinal K.O. in der Champions League gegen Ajax Amsterdam ausgeschlossen. Ich bin nicht hierher gekommen und habe den Club in einer schwierigen Phase übernommen, um aufzugeben, sagte der 42-Jährige, zum Bericht Kind, 96 ist kaputt und gescheitert. Für Präsident Martin Kind ist der Bundesliga-Abstieg von Hannover 96 schon 10 Spieltage vor Saisonschluss so gut wie besiegelt. Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert. Bei seiner Kritik an der sportlichen Talfahrt des Tabellenvorletzten nimmt sich der millionenschwere Unternehmer selbst nicht aus. Ich bin unglaublich sauer, es hat so viele Fehler gegeben. Das beginnt bei mir, betrifft die sportliche Leitung, den Trainer und so weiter. Wir müssen neue Positionen finden. Dieses Modell ist gescheitert. Zum Bericht DFB aus für Trio Bayern reagiert. Der FC Bayern hat auf die Nichtberücksichtigung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng im DFB-Team reagiert. In einem auf der eigenen Homepage veröffentlichten Statement schrieben Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidžić, dass der Zeitpunkt und die Umstände der Bekanntgabe fragwürdig seien. Zum Bericht, lange Pause für Real-Juwel Vinicius. Real Madrid muss nach dem Scheitern im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam die nächste schlechte Nachricht verkraften. Das brasilianische Supertalent Vinicius Junior 18 erlitt bei der 1:4-Niederlage im Rückspiel am Dienstagabend einen Bänderriss am Tibio-Fibula-Gelenk des rechten Beins. Vinicius Junior soll mindestens 2 Monate ausfallen. Zum Bericht aus für DFB-Trio, Gnabry überrascht. Nationalspieler Serge Gnabry, 23, hat die jüngsten Personalentscheidungen von Bundestrainer Joachim Löw überrascht zur Kenntnis genommen. Das tut mir persönlich leid für die drei, sagte der Angreifer von Bayern München am Mittwoch. Er sei genauso überrascht wie viele andere im ganzen Land und auch die Spieler gewesen. Zum Bericht, das passiert heute. Champions League, Achtelfinale, Paris Saint-Germain, Manchester United. Will Manchester United weiterhin in der Champions League spielen, muss gegen PSG ein Wunder her. Das Hinspiel im heimischen Old Trafford haben die Red Devils mit 0:2 verloren, auswärts dürfte es gegen das Team von Thomas Tuchel aber alles andere als einfach werden. Champions League, Achtelfinale, Paris Saint-Germain, Manchester United ab 21 Uhr im Live-Ticker. Champions League, Achtelfinale, FC Porto, AS Rom. In der zweiten Begegnung des Abends gab es im Hinspiel ein deutlich knapperes Ergebnis. Rom siegte zwar zu Hause, fing sich beim 2:1 aber auch ein Gegentor ein. Für den FC Porto ist im Rückspiel also noch alles möglich. Champions League, Achtelfinale, FC Porto, AS Rom, ab 21 Uhr im Live-Ticker. Pre-Playoffs in der Delin der Dell stehen die Pre-Playoffs auf dem Programm.
Neben der Partie Straubing, Berlin ab 19.25 Uhr live im TV auf Sport1, steigt noch eine weitere Begegnung. Die Fishtown Pinguins empfangen die Nürnberg Ice Tigers. Wer sichert sich den ersten Vorteil? Der Pre-Playoffs ab 19.30 Uhr im Live-Ticker Basketball Achtelfinale Champions League für Borussia Bamberg wird es am Abend ernst. Im Achtelfinale der Champions League wartet der türkische Club Banvit BK Champions League Achtelfinale Bronze Bamberg Banvit BK ab 20 Uhr in den Live-Scores. Das müssen Sie sehen. Bundesliga aktuell ab 19 Uhr und ab 23.15 Uhr live im TV und Stream präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Pre-Playoffs in der Daily Del geht in die heiße Phase. In den Pre-Playoffs tragen am Abend die Straubing Tigers und die Eisbären Berlin das erste Spiel ihrer Serie aus. Straubing hat dabei Heimrecht, Sport 1 zeigt die Partie ab 19.25 Uhr live im TV und Stream. Das Videoschmankerl: Die Boston Celtics verpassen den Golden State Warriors in eigener Halle eine Abreibung. Durch Center DeMarcus Cousins wird es irgendwann zu viel.